Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Philosophie auf der Fähre. Ich möchte heute mal mit meinen Berufskollegen, vor allem mit denen, die in Online-Medien arbeiten, aber eben nicht nur mit denen, über eine Frage diskutieren. Und zwar über die Frage, machen wir überhaupt Online-Journalismus? Man muss das Ganze aus zwei Perspektiven meiner Meinung nach betrachten. Einmal die Arbeitsweise und dann die Darstellung. Kommen wir zunächst mal zur Arbeitsweise. Hier finde ich, gibt es keinen Unterschied, denn die journalistischen Tugenden der gründlichen Recherche, der sauberen Arbeit, des vernünftigen Schreibens, all diese Dinge, die gelten immer. Das heißt also, ob ich für ein Online-Medium schreibe, für ein Printmedium, Hörfunk, Fernsehen, im Prinzip gilt das immer. Ich bin zum Beispiel Online-Redakteur und arbeite für ein Online-Medium, aber ich bin kein Online-Journalist, ich bin Journalist. Und würde ich beim Fernsehen arbeiten, dann würde ich mich als Fernsehredakteur aber immer noch als Journalist bezeichnen. Das heißt also, hier ist eine Unterscheidung meiner Meinung nach nicht angebracht, denn die Gründlichkeit, Sorgfältigkeit, all das gilt für jede Sparte des Journalismus. Kommen wir zur Darstellungsform. Schauen wir uns mal die verschiedensten Internetseiten an von den ganzen großen Leitmedien. Wenn wir mal ehrlich sind, dann steckt da immer noch eine Printmachart dahinter. Einstiegsbild, Einstiegstext oder Lead genannt, dann der Fließtext und mit Mühe und Not vielleicht nochmal ein Bildchen im Artikel, vielleicht eher mal eine Fotoshow, ab und zu ist er mal ein Video verlinkt. Aber im Prinzip ist das eigentlich, wenn man so will, online dargestellter Printjournalismus. Linear erzählende Texte und so weiter und so fort. Also, was kann man anders machen? Es gibt ja verschiedene Ansätze, Scrollytelling und was es da mittlerweile alles gibt, Storytelling und so weiter. Nehmen wir das Beispiel von der New York Times, Snowfall. Das ist so eine Art Machbarkeitsporno. Da wurde mal alles ausgepackt, was so machbar ist. Also multimedial und aufwendig und ist ja auch preisgekrönt worden. Aber liest sich sowas wirklich jemand komplett durch? Das heißt also, ist sowas dann wieder alltagstauglich? Das heißt, ist vielleicht diese printähnliche Machart doch die vernünftigste, mit der man eben den Leser, der sich schnell mal Nachrichten durchlesen will und aktuelle Meldungen konsumieren will, am besten bedient? Also die Frage geht an euch. Machen wir wirklich Online-Journalismus oder machen wir digitalisierten Printjournalismus? Was kann man anders machen? Was kann man besser machen? Ideen gibt es wie gesagt viele. Man könnte zum Beispiel ein Interview, anstatt es in Auszügen zu drucken, auch zusätzlich als einen Audiofile mit verlinken, sodass derjenige, der das ganze Interview haben möchte, es sich eben einfach im Originalton anhören kann. Oder meinetwegen auch als Video. Das heißt also, lasst uns mal über die Frage wirklich diskutieren. Machen wir wirklich Online-Journalismus? Ihr seid dran, sagt mir eure Meinung, packt sie, na wohin wohl, in die Kommentarzeile unter der Videobeschreibung. Ich bin jetzt gleich drüben und deshalb mache ich jetzt auch Schluss und werde in die Online-Redaktion fahren und Online-Journalismus machen. Also, bis dann. Ciao, ciao.